Von zwei jungen Damen wurde hier gestern mein kleines Greenbox-Studio ein bisschen zu Hogwarts umfunktioniert. Und da wurde mit dieser grünen Jacke hier ein bisschen Schabernack getrieben und gezaubert. Und entsprechend sieht das hier dermaßen aus. Entschuldigt bitte, dass ich hier in diesem Kittel erscheine. Ich habe jetzt keine Lust, aus diesem Kuschel-Wuschel-Pullover rauszugehen. Grüße Sie und grüße euch. Und ein bisschen gezaubert hat auch der Polarwirbel. Vor ein paar Wochen hat er sich umgestellt und da haben wir darüber spekuliert, dass der März dann doch die eine oder andere weiße Überraschung bringt. Und er hat sie gebracht und es gab eine ganze Menge Schnee in weiten Teilen Deutschlands. Und der Niklas hat dieses Bild hier aufgenommen im westlichen Kreis Borken an der Grenze zu den Niederlanden. Und einfach nur sensationell schön. Das nehmen wir gleich auch teilweise als Hintergrundbild. Aber es gibt so viele andere Fotos von euch, die konnte ich alle gar nicht nehmen. Beim Stefan hier zum Beispiel aus Brandenburg oder vom Jürgen aus dem Tecklenburger Land. Alles tief verschneit, da kam schon so die Feuerwehr. Beim Dietmar hier auch bei Hannover ein richtig schönes Bild. Und stellt euch mal vor, das wäre zu Weihnachten passiert, pünktlich zu Weihnachten. Jetzt ist es März und bald haben wir ja dann auch alles grün. Hier Ostfriesland. Das ist noch alles im Winter getüncht. Oder bei Osnabrück hier, das finde ich auch ein besonders schönes Foto mit der Allee. Und denkt dran, in 6, 8 Wochen ist das nicht mehr weiß hier, sondern ein ganz, ganz zartes Grün. Es geht in die andere Richtung. Und auch ein besonderes Bild von Markus, er hat mir geschrieben, er ist von Bayern an die Elbe gezogen. Auch das finde ich schön, hier mit dem Schnee. Und das kennen wir normalerweise aus dem Süden Deutschlands. Und das ist hier im Norden Deutschlands. Und wie schon am Eingang erwähnt, nehmen wir das als Hintergrundbild und stellen uns die Frage, wie geht's weiter? Und der sogenannte 18er Lauf des amerikanischen GFS-Modells sagt Winterwetter, soweit das Auge reicht. Zumindest mal 16 Tage lang, wenn wir uns die aktuellen Ensembles vom 18er Lauf anschauen für den Nordosten nach dem amerikanischen GFS-Modell. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Hier, da geht es erstmal rauf, dann geht es runter, dann wieder rauf und der Hauptlauf ist dabei und der Hauptlauf hier in hellgrün stürzt hinten raus ab und bleibt unten. Dann sind da aber hier ein paar Läufe, die bleiben im Nordosten zum Beispiel sehr kalt, die meisten gehen aber nach oben. Soweit der Nordosten. Hinten raus eher durchschnittliche Temperaturen Richtung Ende des Monats. Übrigens, heute in 2 Wochen, soweit ich das weiß, wird auf Sommerzeit umgestellt. Persönlich finde ich die Sommerzeit ja angenehmer und besser und dann braucht auch nicht mehr auf Winter oder Normalzeit zurückgestellt werden. Gehen wir in den Südwesten, da geht es rauf, runter mit Niederschlägen, unten sind die Niederschläge, dann geht es auch wieder rauf. Auch hier wäre der Hauptlauf ganz weit unten, nach dem amerikanischen Modell. Wir springen zurück in den Nordosten nach dem europäischen Modell. Ist die Grundtendenz im Prinzip dieselbe, der Hauptlauf geht hier nur bis Tag 10 und alle anderen Läufe sehen die Grundstruktur ähnlich für den Nordosten und für den Südwesten. Das sparen wir uns jetzt. Wir wollen uns mal ganz kurz die Großwetterlage anschauen, die nach dem Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells da rumrechnet. Wir müssen im Hinterkopf behalten, das ist eine relativ wahrscheinliche Variante, weil die Kaltluft hier noch über Russland liegt und auch über Skandinavien und immer wieder die Fühler zu uns ausstrecken würde. Gleichzeitig haben wir über Nordwestafrika, den Kanaren und auch der Iberischen Halbinsel die große Wärme liegen. Der wärmste Lauf beispielsweise zeigt die Grundstruktur ähnlich. Da bleibt die Kälte hier. Das ist übrigens in dem Fall der wärmste Lauf. Aber es würde diese Wärme, die hier im Nordwesten Afrikas ist, über die Iberische Halbinsel und Südfrankreich, Westeuropa allgemein, kurz zu uns kommen. Und die große Kälte ist nicht weit weg. Schaut mal, wie sich das staffelt. 20, 15, 10, 5, 0, 5, 0. Minus 5, minus 10, minus 15 und dann fast minus 20 Grad und es quetscht sich alles da. Das wird noch interessant werden und das Mittel aller Berechnungen sieht so aus, eigentlich alles abgeflacht und relativ ruhig mit Temperaturen, die der Jahreszeit entsprechen. Aber trotzdem, diese Staffelung ist da, erinnert mich irgendwie so an ein Kinderspiel, so die für ein Jahr mit den Ringen. Kennt ihr das? Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila. Gehen wir ganz kurz darauf ein, was zum Beispiel dieser 18er Lauf bringen würde. Das ist keine Prognose, das ist nur einfach zur Kenntnisnahme. Wenn das so käme, wäre das noch relativ schneereich und wir hätten wieder solche Hintergrundbilder am Ende
des Monats. Mal abwarten. Apropos Schnee, das waren die Schneehöhen gestern Morgen im Norden Deutschlands. Und das ist also in ganz Deutschland, aber im Norden Deutschlands gab es eben die größten Schneehöhen. Ich habe mal die Berge rausgenommen. Das ist alles runtergekommen gewesen und das lag an Schnee zwischen 12 und 20 Zentimeter. Das meiste eben im Norden Deutschlands. Da ist einmal hier das Erzgebirge mit dabei und Oberstdorf auf über 900 Meter Höhe mit den höchsten Werten. Das ist was Besonderes, finde ich. Was die Niederschläge angeht, war gestern nicht mehr viel los. Was die Sonne angeht, war mehr los. Ich wollte euch auch noch viele andere Karten zeigen, aber das würde jetzt zu viel werden. Wir gehen auf die Tiefstwerte gestern. Die lagen im oberen Erzgebirge bei minus 9, im Harz bei minus 7 Grad. Plus 2 Grad waren es an der Nordsee und übrigens auch in Konstanz. Da gab es plus 1,8 Grad als Tiefstwert im Binnenland. Die Höchstwerte lagen im Bergland im leichten Frostbereich und bei bis zu plus 8 Grad am Oberrhein. Und so war der März und so soll er weitergehen. Das war die Temperaturkurve bisher ziemlich ausgeglichen. Jetzt wird es nach oben schnalzen, dann wieder nach unten. Und das ist der Hauptlauf von gestern gewesen. Der war relativ mild. Am Ende kommen wir bei ungefähr fast einer Punktlandung des März raus. Aber im Vergleich zum früheren langjährigen Mittel. Und wir nehmen mal nur als Beispiel das neue Klimamittel raus. Und da wäre es ein deutliches Minus. Kommen wir zur Wetterlage, die uns bevorsteht. Wir haben in der kommenden Nacht die sogenannte 552er genau über uns liegen. In der Höhe haben wir Westdrift, ansonsten Südwest bis Südwind. Da kommt sehr milde Luft herangezogen. Und es wird morgen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der wärmste Tag des Jahres bisher werden. Das ist schnell wieder vorbei. Da lungert die Kaltluft, die zieht dann bis Donnerstag durch in den östlichen Mittelmeerraum. Da kommen wir wieder drunter und die verschwindet dann aber wieder. Und ehe wir ins Vorfeld eines neuen Tiefs kommen, mit milder Luft dann am nächsten Wochenende. Und das ist eben die Krux. Gestern hatten wir zum Beispiel das amerikanische GFS-Modell, das relativ kalt gewesen ist. Das sind ja einige Läufe, die wir eben gesehen haben, die bleiben unten. Die meisten gehen hoch und danach soll eben die Kälte abermals angezapft werden. Da sind aber noch ganz viele Fragezeichen dabei. Der heutige Tag bringt von Südwesten eine Front. Zunächst ist es Schnee, das geht dann in Regen über. So viel kommt da aber nicht runter. Und wie wir es schon besprochen haben im Nordosten, letzte Schneeschauer klingen ab. Dann kommt kurzzeitig die Sonne heraus, es zieht zu und es setzt Schneefall ein, der in Regen übergeht. Im Südwesten kommt dann wieder die Sonne heraus. Der Wind dreht auf südwestliche Richtungen und während dieses Niederschlagsgebiet es noch schneit, da haben wir ganz, ganz, ganz schwachen Süd-Südwestwind. Und wenn das dann durchgezogen ist und es geht in Regen über und dann lockert es ein bisschen auf, frischt der Wind wieder auf. Die Temperaturen liegen vor der Front bei 2 bis 8 Grad, dahinter bei 8 bis 14 Grad. Und dann kommt der morgige Montag erst noch mit einem Regengebiet, das über den Norden und Nordosten zieht. Dann lockert es auf, ehe von Südwesten her die Schauer- und Gewitterfront reinkommt. Das könnte die erste Rumpelfront der Saison werden, die dann am Abend weiter zu uns ziehen wird. Und da geht es ganz schön zur Sache. Schauen wir uns mal ganz kurz die Windspitzen an in Kilometer pro Stunde. Morgen um 10 Uhr liegt das Hauptwindfeld mit Spitzenböen von über 90 Kilometer pro Stunde auf der Nordsee. Das bleibt hier auch um 13 Uhr liegen. Es stückelt aber an über den Benelux-Ländern und allgemein in der gesamten Nordhälfte haben wir starken bis stürmischen Wind mit Spitzenböen von deutlich über 60 Kilometer pro Stunde. Und dann am Nachmittag wird es hier so ein bisschen punktuell und ruppig und am frühen Abend lässt das Hauptwindfeld zwar nach, aber da sind so ein paar Kleckse dabei, da geht es richtig zur Sache. Dahinter verbirgt sich die Schauer- und Gewitterfront, die wir gestern auch schon besprochen haben. Und es ändert sich im Prinzip wenig an dem Wetter. Es bleibt dabei, der Regen zieht ab. In der gesamten Südhälfte lockert es auf. Wir haben so milchigen Sonnenschein. Es wird total warm werden, verglichen mit den Vortagen. Und dann folgen die Schauer und Gewitter. Am Nachmittag kommt von der Nordsee die Sonne heraus. 12 bis 18 Grad wird es ziemlich verbreitet geben. Auf der See und in den östlichen Mittelgebirgen 8 bis 11 Grad. Und auch so von Baden bis rüber nach Niederbayern sind durchaus 19 bis 21, vielleicht 22 Grad drin. Das gilt auch für den Norden der Schweiz und den Norden Österreichs. Und dann kommt der Dienstag. Der hat da schon wieder ein neues Tief auf Lager. Erste Schauer ziehen rein und bis zum frühen Abend gehen die von Nordwesten her abermals in Schnee über und es wird ebenfalls sehr windig werden. Das heißt, wir haben einen unruhigen Tag. In diesem Gebiet hier vor dem Tief läuft die Luft gegen den Uhrzeigersinn. Die Schneefallgrenze sinkt von
2000 Meter Höhe bis zum Abend auf 900 Meter Höhe rund um Salzburg. Und im äußersten Westen sinkt sie von knapp 1000 Meter Höhe, da ist ja nichts, was 1000 Meter hoch ist, aber bis zum Abend auf fast in Bodennähe. Im Osten sinken die Temperaturen von 9 bis 16 auf 1 bis 10 Grad und im Westen von 5 bis 12 auf 1 bis 6 Grad. Das wird ein sehr unruhiger Tag werden. Der mündet dann in der Polarluft am Mittwoch, wo wir am Vormittag Schnee und Graupelschauer im Westen haben, am Alpenrand noch Schneefälle aus der Nacht. Und dann zieht diese Schauerstaffel im Laufe des Tages über uns hinweg. Meist wird es Schnee und oder Graupel sein. Einzelne Gewitter sind dabei. Im Osten haben wir weniger Schauer östlich der Elbe. Da ist es auch insgesamt ein bisschen milder. Hier haben wir verbreitet 6, 7, 8 Grad, ansonsten eher kälter. Und die Höchstwerte werden auch nur abseits der Schauer erreicht. In einem Schauer ist es dann deutlich kälter. Der Donnerstag bringt letzte Schneeschauer im Osten. Gegen Abend zieht es im Nordwesten wieder zu mit etwas Regen. Sonst haben wir Wolken und längere sonnige Phasen bei 2 bis 10 Grad. Das alte Wettersystem bringt noch Nordwestwind. Das neue System den ansaugenden Südostwind. Am Freitag haben wir vor allen Dingen im Norden starken Südostwind. In der Osthälfte Sonne und Wolken, in der Westhälfte etwas Regen, 7 bis 17 Grad. Die gleichen Temperaturen am Samstag, wo dann Schauer und Gewitter reinrumpeln werden. Die Nächte bringen keinen Frost mehr und der Sonntag bringt weitere Schauer und Gewitter. Stand derzeit nachts auch keinen Frost, ehe es wieder nach unten gehen wird. Und jetzt gehen wir zu guter Letzt die Ensembles an. Da haben wir den Norden Deutschlands, wo es deutlich nach oben geht, jetzt eben zu Wochenbeginn, dann wieder runter. Und hier unten sind die Niederschlagssignale, die als Schnee runterkommen sollen. Da habe ich mir das Flöcklein hingemacht, nicht wahr? Und im weiteren Verlauf dann weitere Niederschläge, die meisten als Regen. Da kommt nicht mehr so viel Schnee runter. Der Hauptlauf hier mit dem Kontrolllauf im kälteren Bereich. Im Westen ebenfalls Niederschlagssignale nach der Wärme, die als Schnee niedergehen sollen. Im weiteren Verlauf dann immer wieder Regen oder auch hier für die Mitte der Temperaturanstieg, der Abfall, dann wieder der Temperaturanstieg mit der Zwei-Cluster-Bildung, die warmen und die kalten Cluster, wo der Hauptlauf dazugehört und doch ein paar Schneesignale, die immer noch vorhanden sind. Im Osten ist der Schnee, der in den übrigen Gebieten kommen soll, nicht vorhanden. Das ist das, was ich eben gesagt hatte, 6, 7, 8 Grad, da wird wohl nichts kommen. Im weiteren Verlauf mit den Niederschlägen, die im März noch aufkreuzen sollen, sind einige als Schnee dabei, aber nicht allzu viel. Und zu guter Letzt der Blick in den Süden. Mit dem deutlichen Temperaturanstieg gleich danach wieder der Abfall mit Niederschlägen, die meist als Schnee runterkommen sollen. Dann geht es wieder rauf. Viele Läufe sind weit oben, einige unten, wo der Hauptlauf dazugehört mit Niederschlägen, ein paar davon als Schnee. Und hier sind noch einige Utensilien hier von der Harry Potter Show. Mal schauen. Vielleicht kann ich ja den März Sommer sehen. Wir sehen uns später wieder.